Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir haben jetzt in der letzten Folge alles wieder eingesammelt, was wir repariert hatten. Und wir wollen jetzt kurz nach Skyrim und genauso nach Windhelm. 44 Tage würden wir dafür brauchen. Weil wir da jetzt unser Ebenerz-Schulterstück holen wollen und das 31.500 kosten sollte. Und wir suchen den Laden Unearthed Sunrise oder so ähnlich. So, wo haben wir das? Müsste hier sein. Ja, Unearthed Sunrise. Southwest of here. Die Richtung also. Was ist das vielleicht schon? Equipment Store? Vielleicht ist es das schon. Unearthed Equipment Store? Ansonsten gehen wir noch ein bisschen weiter Richtung Südwesten. Du kannst mir bestimmt auch mal sagen, wo das sein soll. Hier, Unearthed Sunrise. Noch mal ein bisschen weiter südwestlich. Okay. Irgendwann finden wir das ja. Sobald wir das haben, können wir unser anderes Schulterstück verkaufen. Und dann wieder in die Krypta der Herzen gehen. Southwest, okay. Wie weit südwestlich sollen wir noch gehen? Vielleicht ist das schon. Nee. Hier? Auch nicht. Okay. Ah, hier vielleicht. Vintage Provisions. Und das ist der Gear Store. Das muss vielleicht der hier sein. City State Supply Store. Unearthed Sunrise, da haben wir's. Hier brauchen wir jetzt das EMS-Schulterstück. Für 31.000. So. Ebony Pauldron of Strength, da haben wir das. 31.500. Ja, nehmen wir. So, dann haben wir's. Ah, geil, schon 36. Guck mal, wie geil das jetzt mittlerweile aussieht. Nur noch das Ding und das hier müssen wir ersetzen. Dafür sind wir den Silver Pauldron of Strength los. Gut, dann können wir den auch wieder verkaufen. Was kostet der? 1350. Haben wir wieder 1000 Gold wieder drinnen. Also, wie heißen die Teile, die wir jetzt als nächstes noch brauchen? Greaves und rechter Pauldron. Also Ebony Greaves, die finden wir, wo finden wir die? Ein Black Marsh, auch Unearthed Sunrise, ein Black Marsh aber. Wäre die Hose. Die würde 40.300 kosten. Aber ist auf Personality. So, dann können wir hier erstmal ein Safe Game machen, dass wir das jetzt uns geholt haben. Und dann ab in die Krypta der Herzen wieder. Das wird 42 Tage dauern, okay. Aber wir reiten jetzt los
Und dann suchen wir noch mal den Keller. Ja, das kennen wir schon. Ah, die Map haben wir noch. Gut. Dann noch mal hier Shielding, genau. Und die Waffe wieder zücken. Oder warte mal, wir brauchen auf. Wo haben wir den? Weil wir auch fliegen müssen. So. Also geradeaus, links und dann wieder rechts. Ja, komm. Dieses Mal müsste es aber auch besser laufen. Hier nicht noch irgendwo eine Tür? War doch eine Tür, oder nicht? Ach nee, wir sind doch schon da. So. Gut, dann schauen wir mal hier nochmal. Hier war das geradeaus durch. Dann hier so runter. Dann nach Westen. Dann ganz weit Süden. So. Okay, jetzt scheint das Shielding noch stark zu sein. Ich glaube, das Shielding ist so, umso öfter man es benutzt, umso schwächer wird es. Zumindest dieses Gefühl habe ich mittlerweile, was dieses Ring of Shielding angeht. Jetzt können wir wieder nicht fliegen. So, Shielding ist auch wieder vorbei. Ja, ihr seid mir jetzt gerade echt egal. Hier sind wir falsch, genau. Da hinten war irgendwo eine Tür. Hier war sie. Ja, vielleicht mal wieder Shielding verwenden. Heal True. Doppelt aber auch gerade sehr, sehr viel. Ah, warte mal. Wo müssen wir hier hin? Ne, wir hätten nicht hier hin gemusst. Obwohl ging er auf. Sondern hier die Tür. Die hätte schon gereicht. Und hier geradeaus durch. Ah, geh du mir auch noch auf den Sack. Das von der. Ich dachte, der wäre auch schon tot. So. Und dann waren wir hier noch nicht fertig mit dem Erkunden. Und hier müsste das. Irgendwo wahrscheinlich sein, irgendwo im Süden, denke ich. Hier glaube ich eher weniger, aber wir können hier trotzdem jetzt mal erkunden gehen. Und aktivieren nochmal Shielding. Ach, der hat schon wieder mal Shielding kaputt gemacht.
Und nochmal Shielding. Success. Erfolg, ja, Mann. So, dann müssten wir hier mal lang. Genau. Genau, spawnt genau vor mir. So, Bracelet nehmen wir mit. Jetzt stellt sich nur die Frage, wo geht's weiter? Gibt es hier eine geheime Tür? Nein, hier gibt es keine geheime Tür. Ja, natürlich, die kommen schon wieder hier an. Ich hätte nichts gegen, wenn wir wieder Power kriegen würden, ja? Ja, das Smell of Sulfur. Irgendwo hier. Ich glaube, das da ist eigentlich der richtige Weg. Wo kommt ihr denn jetzt? So, 6 Gold Pieces. Glaube ich, hier der Süden ist schon richtig. Wir gehen trotzdem noch mal nach Norden. Gucken. Ah, toll, ich bin diseased. Jetzt schon. Immerhin 40 Gold. Hallo. So. Hier gibt es sonst nichts. Okay. Ne, ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas ist. Groß. Lass mal. Genau, Spawner vor mir. Sonst noch einer da? Nö. Der hat nichts. Und auch nichts. Nein, du bleibst bitte da hinten, ja? Ach nee. Ganz schnell. Nochmal. Potion of Healing. Shielding. Und nochmal Healing. Digga, da hinten ist auch noch einer. Hinten, die sind nicht mehr zu sehen. Würde ich sagen, vielleicht jetzt Safe Game machen auf A2 und nochmal den Fielding aktivieren, so wie den hier, weil wir hier wahrscheinlich wieder fliegen dürfen. Genau, hier waren wir das letzte Mal. Ja. Text kennen wir ja schon. Ach nein. Noch eine Ebene. Gibt noch eine Ebene hier. 4 Ebenen. Oh. Ich hoffe, das ist diesmal nicht so eine große Ebene. Wohl wirkt bis jetzt so.
Könnte ruhig jetzt wirklich mal ein Level abkommen. Ich habe so das Gefühl, es wird noch eine fünfte geben. Ich weiß nicht, wieso ich dieses Gefühl habe. Ja, genau. Wie viele von... Alter. Hier ist das, was Gegner angeht, echt krass. Glück ist hinter mir keiner. Hier vielleicht nochmal ein Safe Game machen auf die 3. Nur um sicher zu gehen. Ja, genau. So, dann jetzt nochmal kurz Shielding und Healing. Und nochmal Levitation. Ach nee. Direkt Steingolems. Vielleicht nochmal Shielding aktivieren und Heal True. Müssen wir hier hin? Ich habe keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Gang. Mit einer Sackgasse wahrscheinlich. Ja, einfach nur eine Sackgasse. Hat mir nichts gebracht, hier zu sein. Mal schauen, ist das auch der südlichste Rand? Ich hoffe. Vor allem, ich gehe immer gerne so die Ränder entlang, um zu schauen, wie weit ist das denn hier begrenzt. Ja, wir gehen mal hier weiter rum. Ja, könnte auch sein, dass das hier jetzt der östlichste Rand ist. Gibt's Schatz? Oh. Ah, hier geht's auch noch weiter. Oder doch nicht. Aha. Aha, hier geht's weiter. Das ist aber nicht hinter mir, okay. Ja, ich höre den schon. Aber keine Geheimtür. Ach du Scheiße. Das ist wieder so riesig. Ja, mach mich kaputt. Nochmal hier True und Levitation. Nochmal Shielding und Heal True und Healing. Hänge ich hier fest. Aber ey, ganze 4 Etagen hat das Ding hier. Nein. Ach nö. Wo hatten wir zuletzt Safe Game gemacht? Auf die 3? Ja, okay.
Nochmal Shielding. Und Heal True. Boah, das war jetzt aber echt schlimm mit denen. Jo, geht wieder los. Alter. Healing und Healing. Da hatten der nächste. Wieso sind hier diese Steingolem so hart? Schwer. Wieso ist jetzt auch Levitation so schlimm gerade? Komm schon. Nochmal Heal True und Shielding. Und dann machen wir hier nochmal ein Safe Game auf die 2. Hier brauchen wir auch nochmal den. Natürlich! Wie viele wollen das denn noch sein von denen? Mal wieder Shielding und Healing und nochmal und nochmal und nochmal. Ja, bleibt doch. Soll ich alle 100 gleich saufen oder wie? Oh. So. Toll. Die sind gerade nicht meine Lieblingsgegner. Die Steingolems. Irgendwo musst du doch ja auch weitergehen. Aber nicht hier. Ah. Hallo. Können wir alles mitnehmen? Gehen wir erstmal hier hin. Und hier auch nochmal ein Safe Game auf die 2. Jo, gleich 3 Stück. Was sollen das denn? Ja, ich würde sagen, nochmal Shielding und Heal True. Liegen geblieben, ja. Hier geht's aber auch nicht weiter. Ich will doch nur das letzte Stück vom Stab finden, ja? So, dann nochmal den hier. Ah, wir sind wieder hier. Ja? Was soll ich machen? Ich kann jetzt nur weiter nach Süden, damit wir vorankommen. Ich hoffe, es kommen hier nicht weitere von diesen Steingolems. Meine größten Hassgegner hier. Nee, geht nicht weiter. Also ich muss den äußersten Rand da schon nehmen. Also den hier. Geht weg. Ja, geh du mir auch noch auf den Nerv.
Oh, jetzt sind wir auf dem nördlichsten Rand. So, dann schauen wir mal. Ne, doch noch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt kurz abwarten, bis wir runterfallen, damit wir hier den Weg gehen können. Dauert halt jetzt einen Moment. Oder wir gehen mal hier rum. Ne, hier waren wir auch schon. Ah, aber ich sehe da was. Hier waren wir noch nicht. Oder? Doch. Hier waren wir schon. Hier waren wir ganz klar schon. Das heißt, wir müssen da gleich mal runterfallen, wenn wir vorankommen. Nein, jetzt fallen wir zu früh runter. Genau. Dann hier auch nochmal wieder ein Safe Game. Auf die 2. Dann wir bloß nicht nochmal drauf gehen. Also beziehungsweise wir werden wahrscheinlich nochmal drauf gehen. Aber bloß nicht zu viel nachladen müssen vom Game. Mit diesem weiten Weg. Ja, genau. Den. Den. So, hoffen wir mal, dass wir es dieses Mal überleben. Ja, jetzt hänge ich wieder fest. So. Hier Game auf die 2, weil das werden wir jetzt aber öfters hier versuchen gegen die da. Jo, noch ein Ebenerzhelm und hier Drew, wo sind sie? Da. Healing, Healing. Shielding. Okay, überlebt. So, dann schauen wir mal. Hier könnten wir durch, aber wir sind noch am Schweben. Das heißt, wir müssen erstmal geradeaus durch. Welcher Gegner war das nochmal? Ja. Das waren nochmal die Eisengolems. So geht's auf. Komm, wir machen nochmal den hier. Nicht dran. Ja, dann haut er mir auch noch ein bisschen aufs Maul. So, dann haben wir jetzt beide geschrottet. 119 Gold, Dankeschön. Und er hat nichts. Okay. Was ist mit dem Gold? Wo die drauf sind? Ja, ich will nicht den Eisengolem, ich will den Schatz. Oh, gut, dann nicht. Sind die jetzt weg? Ja. 74 Gold, immerhin. Dann hier auch nochmal ein Safe Game. Nochmal auf die 2. Bin lieber ganz, ganz vorsichtig. Und dann würden wir sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.
Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.